So, hier habe ich meinen 6,66 € Hornhautentferner von Sparoma und habe mir gedacht, ich probiere ihn mal aus. Es wird ein bisschen pervers. Oh Gott, mein Fuß im Bild, wie man sehen kann. Oh mein Gott, er hat so gelitten, weil mein letzter Hornhautentferner kaputt gegangen ist. Jetzt nehme ich das Teil, drücke hier drauf. Das ist der langsame Modus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Aber dann nehmen wir mal, oh, den schnellen. Oh. Endlich wieder eine Hornhautentferner. Ich habe so gehasst, als der letzte kaputt gegangen ist und diese manuellen Dinger. Ach, das ist viel zu anstrengend. Oh ja. Könnte noch eine schnellere Stufe haben, das wäre schon nicht schlecht. Aber. Na gut, das dauert halt nur ein bisschen länger. Wir gucken einfach mal. Dann den Kiefen ist das Schlimmste. Ich hasse es wie die Pest und bei mir wird die dann auch noch immer so brüchig und oh, die sieht so aus wie da. Kann man sehen? Ich hoffe es. Hätte ich auch im Badezimmer machen sollen, anstatt im Wohnzimmer. Naja. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, hier kann man sehen, wie brüchig das alles ist. So, na komm schon. Na gut, aber für 6,99 € verrichtet der schon so ganz gut sein Batterie betrieben, also nicht mit internem Akku. Das hatte ich nämlich das bei dem letzten, den ich hatte, das Problem, dass er einen internen Akku hatte, der so schnell kaputt gegangen ist, obwohl es von einer ganz guten Firma war eigentlich. Aber einschicken, naja, das ist sowas für uns, das war so ein nicht, dann kaufe ich mir lieber irgendeinen günstigen, solange der auch irgendwie funktioniert, ist alles super. Und der muss ich sagen, der ist ganz okay. Da kann man sich nicht beschweren und endlich, ja, für eine halbe Stunde oder so, sind meine Füße auch samt weich. Jetzt 2 Wochen hier nichts machen. Als ich mir erst gedacht habe, ah, brauchst du nicht. Und, aber nee. So richtige Füße sind auch scheiße.
So sieht's aus. Ja. Ja, kann man machen. Wundervoll. Ich finde immer noch eine Stufe fehlt da. Ein bisschen schneller wäre ganz geil. Aber gibt's leider nicht, ne? Oh, naja, sind ja auch. Ach, sind erst 5 Minuten 40. Was rege ich mich denn da auf? Braucht man nicht so lange. Okay. Gelenkig. Ich sehe mich hier unten an. Oh. Schon wesentlich besser. Ist ein bisschen widerlich, wenn man so seine Füße in der Kamera sieht. Oder beziehungsweise auf dem Handy. Weil ich oh Gott. Sehr gruselig. Lässt überhaupt einer sehen? Ich weiß ja nicht. Hey. Nicht so schlimm. Ihr könnt ja wegschalten oder das nächste Video angucken, oder? Wie sieht's aus? Ach, wenn ich ein bisschen gelenkiger wäre und auch was sehen würde, aber mein Fettbauch behindert mich irgendwie dabei. Hindert mich daran, meine ich. Ja, mein Fazit, also wenn der ein bisschen hält, eine Ersatzrolle war auch noch dabei. Dann kann man für den Preis von 6 oder 7,99 Euro einfach mal gar nicht sagen. Also da macht man nichts falsch mit. Wie gesagt, eine schnellere Stufe wäre noch ganz geil. Oder vielleicht muss ich auch mal ein paar neue Batterien nehmen. Man weiß es nicht. Aber das werde ich auch noch mal probieren. Kann man sich auf jeden Fall kaufen, deswegen ich werde euch das Teil hier unter verlinken. Wie man sehen kann, macht der ganz gute Arbeit. Bei euch ist wahrscheinlich noch so 10 Minuten oder so. Wie gesagt, ich werde es unter verlinken. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, meinen Kanal abonnieren oder ähnliches. Ich wünsche euch noch, sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.